für einen wunderschönen guten Morgen an euch alle da draußen. Herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ich sag mit Absicht guten Morgen. Ich glaube, der Anfangslag kommt gleich. Moment. Nee, das schaue ich schon vorbei. Während des Gequatsches. Ich sag mit Absicht guten Morgen. Liegt nämlich daran, dass ich das hier gerade um 8 aufnehme. Ich gehe erstmal ganz kurz hier ins Gebälk rein und schlag das ganze Ding. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu... Hallo? Mal ganz kurz, ich glaube, ich mach mal... Moment. Resolutions, Shadows, High, Preset... Wo habe ich das hin? Skylight... Ah, nee, Skylighting ist off. Was ist denn Preset gewesen? Ich guck mal. Continue. Hab keine Ahnung, es leuchtet sehr, sehr, sehr hell. Die Schatten wurden ja bearbeitet und alles und Alter, es ist ja so 013 und es wurde so viel bearbeitet. Okay, das ist sehr dunkel hier. Ich mach mal ganz kurz, ich will das mal mit den Shadow, das wollte ich mal ausprobieren mit dem leuchtenden Himmel. Wow. Ich sehe hier aber gar nichts, Alter, was ist denn hier? Das ist ja echt mega dunkel. Dann mache ich mir mal gleich... Und dann zeige ich euch gleich mal, was es hier momentan so gibt. Erstmal mal ganz kurz hier ein E. So, dann sieht man in der Ecke auch wieder was. Das ist sehr schön. Und zwar, momentan gibt es Neues. Und das ist echt krass. Sie haben eingefügt... Ein Weaponholder, ein Medizinkabinett, ein Explosive-Holder, eine Snackbar ist neu... Es gibt neue, Moment, es gibt neue Plattformen, die möchte ich auch gleich mal austesten. Und so, da gehen wir mal einfach hier rüber und fangen mal, nehme ich da gar nicht, ich muss da einfach halten. Nee, es geht nicht. Hallo? Hä? Muss ich die ansetzen? Jetzt bin ich... Ah, was? L? Witt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. L. Muss ich die jetzt rüberziehen oder was? Oder wie ist das gedacht? Hä, was ist das? Ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das werden wir dann herausfinden. Custom Floors. Naja. Auf jeden Fall gibt es ja nur noch Climbing Rope, das wollte ich da mal austesten und zwar habe ich das schon mal probiert. In der... Moment, guck mal hier. Und zwar... Nee, das geht's gerade nicht. Moment. E. Stimmt, das hat es ja hier drüben angebaut. Und jetzt können wir ja einfach so... Wir brauchen keine Treppe mehr, wir können einfach so auf das Ding hoch. Das finde ich mega genial, weil so kann man sich jetzt wirklich hohe Türme bauen. Und ja, die Treppe kann man dann zum Runternehmen benutzen. Das hier ist halt echt scheiße. Das würde ich echt loswerden wollen. Das würde ich echt kaputt machen wollen, aber es geht natürlich jetzt nicht mehr. Hoffe, das wird bald gefixt, dass man solche Gebäude dann auch irgendwie kaputt machen kann nochmal. Man kann jetzt auch Körperteile abhacken von Bewohnern. Also die fliegen nicht mehr wild durch die Gegend. Es gibt zudem, glaube ich, noch... Gab noch was Neues, oder? Gab doch, glaube ich... Ne, das war's. Aber, Alter, das... Was heißt, das war's? Das sind so geile Gegenstände. Und ich will gleich mal austesten, wie diese funktionieren. Und darum gehen wir mal hier rüber. Ne, wo machst du das am besten? Ich glaube, die platziere ich am besten hier. Jetzt nehme ich das mal alles weg. Okay, B. Wir brauchen Storages. Wir brauchen einen Weapon Holder. Genau, den stelle ich so hin. Damals 8 ist aber kein Problem, wir haben ja genug Sticks da. Da das jetzt natürlich eine ganze Menge neues Zeug ist,
Ich habe ja angekündigt, wenn sehr viel neues Zeug ist, dann wird heute wahrscheinlich der The Forest Marathon anlaufen. So. Ach, jetzt kann ich... Ach, na super. Da kann ich diesen ganzen Schrott, den ich nicht brauche... Oh Gott, C. I, Moment. Da kann ich diesen ganzen Schrott, den ich nicht brauche... Oh, ist das geil. Ist das geil. Seht euch das mal an. Die Flaggern behalte ich mal. Jetzt haben wir die Ex und die Ex. Das mehr brauchen wir nicht. Einen Moment, wenn wir noch den... Ne, den, die beiden behalte ich mal auch, weil der ist zum Fischen da. Der ist ja zum, den nehmen wir ja zum Schlagen von Getränken. Da sehe ich gerade wieder ein paar neue Sticks, die nehme ich mit. Dann nehmen wir uns als nächstes natürlich das Medizinkabinett, das brauchen wir auf jeden Fall. So, ah, das brauchst du, okay, okay. Dann den Explosive Folder, der Bomben festhalten kann. Den drehen wir uns mal so hier rüber, so. Und E. Er braucht dann noch einen Barren, das ist auch nicht verkehrt. Quatsch, und nochmal C, B. Dann brauchen wir noch die Snackbar. Die ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Ist aber auch nicht verkehrt. Die stellen wir uns hierher. Braucht 8, 6. Brauchen wir also 15 jetzt. Und da haben wir den ganzen Spaß schon stehen, das ist ja sehr geil. Aber ich würde gerne jetzt noch rausfinden. Erstmal mal gucken, wenn ich jetzt, sagen wir mal, das jetzt unendlich hochbauen kann, ne? Dann kann man doch theoretisch eigentlich. Dann kann ich doch theoretisch. Soll ich hier eine Plattform hinbauen? Ich weiß es nicht, aber nur so zu Verteidigungszwecken. Ich meine, wir bräuchten sowieso noch eine, um die da hinten irgendwie... Ich glaube, die muss man anschließen miteinander, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich will mal... Moment, machen wir das mal anders. Dann tue ich mir einfach mal... Wisst ihr was, dann baue ich mir einfach meine Plattform hier ins Wasser rein. Würde mich 39 Loks kosten. Und dann können wir, wenn man die wirklich verbinden kann, dann können wir die ja so verbinden. Das ist ja kein Problem. So. Wir haben Low Energy, das werden wir gleich ändern. Klar, Moment, ich will das mal ganz kurz hier noch gucken. Haben wir denn? Haben wir nicht, aber ich würde sie trotzdem mal sammeln wollen. Nicht essen, sondern... Man weiß ja schon nicht, wie man die später verwenden kann. Und dann nehmen wir uns ein Stöckchen. Einen Stöckchen. Ich hau mal ganz kurz einen Stamina-Mix hinein. Klack. Und dann durchs Gebälk. So. Irgendwie wackelt das so leicht komisch hin und her. Weiß nicht, woran es liegt. Haben wir denn hier was? Nee, hier ist... Bis? Hallo? Oh, da ist ein Häschen drin. Häschen! Nein, ich will das Häschen. Oh mein Gott, wir haben ein Häschen! Yay! Da sind zwei Häschen drin, da sind zwei Häschen drin. Dann kommt das erstmal da rein. Das kann ich ja später noch umändern. Wir haben ja gesagt, wir wollen keine Massentierhaltung, deswegen... So, und auch da ist ein Häschen... Alter, das ist ja... Das ist Wahnsinn. Warum gibst du mir diese Häschen? Häschen, Häschen, Häschen. So. Da haben wir 8 Hasen. Vermehren tut die sich anscheinend gar nicht. Weiß nicht, ob das vielleicht mit dem Update... es ist halt schwer, diese ganzen... Ich bin jetzt nicht unbedingt der Englisch-Profi. Ich habe versucht, das Update zu Wie heißt das? Nicht infizieren? Ja, ich wollte das Update infizieren, genau. Das Update zu identifizieren. Ich hoffe, es ist mir so gut hingekommen, gelungen... Haben wir denn noch? Wir haben nichts mehr. Gut, okay. Dann würde ich jetzt mal die Loks zusammensuchen wollen. Das ist mir nämlich sehr wichtig, dass wir die zusammenbekommen. Ach, hier ist ja auch noch.
Ich sehe jetzt bloß nicht, ob da was drin ist, weil das... Ist das ein Lurch? Das war ein Lurch, cool. Hier lang. Stopp, aber vorher rüsten wir unseren Knüppel der unvergänglichen Macht aus hier. Habe ich eventuell noch ein paar Zähne oder so, die ich dazufügen kann? Weil ich mir da immer nicht so sicher bin. Ich füge dir jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, habe ich noch Federfeder, habe ich nicht. Ich füge immer, sagen wir mal, bei Anfang jeder Aufnahme füge ich 15 Zähne hinzu. Das heißt, wir sparen uns ein paar immer. So, jetzt muss ich mal anzünden hier. Und dann gehen wir erstmal wie in jeder Aufnahme. In jeder Aufnahme gehen wir erstmal das Essen. Sehe ich gerade. Denn das sieht schlimm aus. Hallöchen, ich will hier mal. Dankeschön, so. Ham. So, dann nehmen wir uns die Lurch gleich und. C, C, so, Lurch. Sehr schnell, du holst ja auch gleich mal wieder die richtige Keule aus. So sehe ich das gerne. Und dann nehmen wir uns jetzt mal den Stick, den wollen wir ja behalten. Und dann gehe ich hier mal durchs Gezüppel wieder, wie am Anfang jeder Folge. Weil, wie gesagt, ich mag das nicht, wenn hier 5 Trillionen Gräser stehen. Da ernte ich lieber erstmal ganz kurz alles weg. Zudem können wir gleich mal hier die Stickbäume mitnehmen. Ist echt ziemlich dunkel geworden. Ich weiß nicht, ob das an den Einstellungen liegt, die ich verändert habe, oder ob das... an The Forest, an den neuen Updates liegt. Es gab einige grafisch-technische Veränderungen, wie genau die waren. Das war ein schwarzer Bärenbusch. Schwarzer Bärenbusch. Sag mal hier. Schwarz. Also was ist denn Leute los? Nur schwarze Bärenbüsche. Moment, ich möchte. Ich möchte mal es testen. Wir gehen mal. Ach nee, da müssen wir ja speichern, gell? Ich wollte jetzt sagen, dass wir vielleicht mal so lange reingehen, bis wir die blauen Bären haben, weil ich doch gern sammeln würde, aber wenn wir keine haben, ist es auch nicht so schlimm. Dann haben wir halt keine. So. Das ist meistens, wenn man keine hat, dann hat man halt keine. Das ist, schon Chuck Norris sagte das, was? So, tun wir mal hier noch durchs Gezüppel gehen. Können wir ja später alle aufheben. Oh, wie dunkel das hier ist. War ich das gerade? Also die neuen Grafikeinstellungen. Ach, ich weiß, woran das liegt. Moment, warte. Nicht das da, sondern... Ach, bei der Motion Blur aus. Very far. Skying Lights ist egal. Wo ist denn das? Nee, hä, das ist ja aus. Machen wir den mal auf. Very far, disabled. Bloom. Disable. Warum ist das alles? Hä, wie ist das alles rund? Ach so, wegen dem Update. Ach. Custom, High. Das ist alles runtergesetzt worden wegen dem Update. Low Memory Mode, Fousing, Full Screen. Volumen, Music Volumen. Machen wir auch hier runter. Back. Continue. Das sieht schon besser aus. So, okay. Da war doch gerade ein... Aber irgendwie... Irgendwas ist immer noch komisch. Aber... nicht mehr so komisch. Oh. Kann mir mal erklären, warum... Brücke da? Hä, ist das denn? Die Brückenansätze sind noch da? Hä?
Wahrscheinlich jetzt alle, noch nicht fertig. Durch. Na klar, grabe durch den Stein. Krabbel doch bitte einfach durch den Stein. Wahrscheinlich jetzt alle noch nicht fertiggestellten Blueprints zerlegt, kann ich mir gut vorstellen. Warum wackelt das denn so? Es tut mir ja wirklich leid, aber Shadows Anti-Analysing war normalerweise auf Medium. Ich lasse das mal auf Medium. Motion, ich habe dir doch disabled. Hä? Continue. Na endlich, geht doch, jetzt wackelt's nicht mehr. Das liegt an dem Motion Blur, das tut das Bild zu komisch verschwemmen. Da kriegst du mega Kopfschmerzen, das tut mir leid, aber das wollte ich mir jetzt echt. Dummes Reh, so. Okay, dann würde ich sagen, hier ist noch eine Dings, eine Plattform. Jetzt bin ich natürlich total raus, was wir eigentlich... Ach, und guck dir das mal an, da hinten die Plattform hat jetzt zerlegt, die gibt's nicht mit... Nee, doch, nee, klar, die ist noch da. Die ist noch da, genau, okay. Ich überlege gerade, wo ich anfange jetzt mit Bauen. Mit Abholzen. Ich glaube, fast hier, aber hier brauche ich die Bäume eh nicht. Ich habe den da, lasse ich stehen. Und dann legen wir jetzt mal los hier. Damit wir auch immer noch fertig werden. Ich hoffe, die Schlitten hat es nicht zerlegt wieder. Ich hoffe, der ist irgendwo. Ich weiß aber nicht, wüsste aber selbst, wenn er da ist, wüsste ich jetzt nicht, wo er steht. Vielleicht bauen wir aber wieder neuen. Ist ja so eine typische Angewohnheit bei mir. Wenn Schlitten fehlt, einfach einen neuen bauen. So. Und dann schauen wir mal. Ich habe auch gelesen, irgend sowas wie, dass Einwohner, egal. Dass Einwohner jetzt die Fähigkeit haben, irgendwie noch mehr... Irgendwie war da was, dass die einen irgendwie wegschmeißen können oder so. Irgendwie sowas war das. Moment, ich... Das hat man nicht gehört, nein, und auch nicht gesehen. Gut, gesehen hat man es, glaube ich, wirklich nicht, aber gehört hat man es auch nicht. So, dann bauen wir erstmal den da zu Ende. Und dann, du bist was? Du warst jetzt für... Wartet, Moment. Explosive Holders, okay. Dann nehmen wir mal ein Explosive. Und C. Hallo? Da müsste ich doch theoretisch noch einen hinlegen können. Irgendwo. Und da war's doch gerade. Hallo? Ah. Super, Alter, da hast du die ganze Bank voll mit Dings. Da können wir natürlich jetzt wesentlich mehr neue bauen. Das gefällt mir. Da ist wieder die... Wo kommen die ganzen Dinger her? Ich weiß es nicht. Da ist wieder die Falle zu, aber ich sehe auch keinen... Hier sieht man das echt schwer, ne? Ich glaube aber nicht, dass da was drin ist. Hallo? Hallo, ich will die Falle aktivieren. So. Jetzt bin ich in der Falle eingepackt, ich glaub's nicht. So. Wo sind denn die Baumstämme hingerollt? Die waren jetzt ja doch recht weit weg. Da ist der erste. Und da drüben ist der andere. Sehr schön. Hab die Sticks, lege ich gleich mal ab, dann können wir nämlich gleich neue bauen. Ich gucke mal, ob ich den Wagen sehe. Aber irgendwie nicht.
fühle mich übrigens mittlerweile sehr sicher in unserer Behausung, muss ich gestehen. Da macht mir nichts so schnell Angst, weil ist doch gut abgezäunt. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass irgendwie einer es geschafft hat, hier reinzukommen. Also von daher fühle ich mich ja eigentlich recht wohl. So, jetzt müssen wir ganz kurz schauen, dass wir hier... Haben wir noch welche? Genau. Super, dann nehme ich mir gleich mal die hier mit, die ich hier abgeholzt habe gerade. Habe ich Steine voll? Ne, habe ich nicht. Okay, dann tue ich gleich hier rein. So. Unsere Steinlocks sind ja alle voll. Hier ist ein komischer Bärenbusch. Ah, da ist ein Busch, oder sehe ich das falsch? Das ist doch einer. Nö, ist keiner, okay. Das ist doch ein Busch. Puh, tot. Ja, war einer. Die Tür. Also ich bin ziemlich munter dafür, dass es 8 Uhr früh ist, das fällt mir gerade auf. Normalerweise mache ich Aufnahmen nicht vor 12 Uhr, muss ich gestehen, weil ich mir das nicht zutraue, dass ich dann anfange in der Aufnahme zu gehen und so, das habe ich ja... Es ist ja schon manchmal passiert, dass ich in der Aufnahme gehe und ich hasse das. Ich hasse es einfach so sehr, wenn ich in der Aufnahme gehe, das ist so, denkst du dir echt so, das muss jetzt nicht sein, das war mega unprofessionell. Wo? Das waren definitiv schnelle Schritte. Wie dunkel das im Wald jetzt auch ist, ne? Ich trau mich da nicht mehr rein. Das ist echt geil. Ich esse mal kurz das Stamina-Mix. Haben wir noch... Ich sehe auch gar nicht, wie viel wir davon noch haben. Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber man kann ja nicht alles haben. Nee, weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man in der Aufnahme geht oder wenn ich in der Aufnahme gehe. Und deswegen kann ich überhaupt irgendwas runterbauen? Ich weiß es gar nicht, ob das hier einen Sinn macht. Dieser, ich glaube, ich den holze ich mal weg. Dann nehme ich lieber den da, der da drüben steht. Und deswegen mache ich Aufnahmen eigentlich nur, also nach 12 eigentlich. Vor 12 eigentlich gar keine Aufnahmen. Aber ich muss heute eventuell noch in die Stadt. Das ist, das nimmt mindestens 2 Stunden in Anspruch. Dann muss ich nachher noch Torchlight aufnehmen. Dann muss ich noch Magic Mine aufnehmen. Da habe ich auch jetzt mit der Mieze, wer sich bei Magic Mine mit dem Let's Play auskennen sollte. Wow. Wer sich mit dem Magic Mine Let's Play auskennen sollte. Die beiden Gründer des Servers heißen ja Mieze und Sentation. Und mit denen habe ich mich da jetzt ein bisschen belabert. Und dann hieß es, ja, hier hast dein eigenes Grundstück. Gut, das Grundstück habe ich mir gekauft, aber dann hast du hier bist. Das war jetzt hundertprozentig eingebaut. Das war nicht ich. Dieses komische, schnelle Geraschle sind immer Eingeborene. So, mal den Busch wegmachen. Ich frage mich aber auch, wo der Schlitten hin ist, ne? Der fehlt ja jetzt komplett irgendwie. Hallo. Hallo, so. Ich sehe aber auch keinen und eigentlich ist es hier recht übersichtlich. Ist der Schlitten vielleicht da hinten? Ich pack mal kurz hier die Stickies rein. Dann nehme ich mal gleich die Stickies hier mit. Stickies kann man immer gebrauchen, deswegen. So. Dann hier. Was ist da drüben? Steine sind das, glaube ich, oder sollen das darstellen. Die haben auch, es wurden auch die Höhlen vergrößert, habe ich gehört. Und es wurde neues Land hinzugefügt. Bei neuen Land nehme ich jetzt einfach mal stark an, dass es das ist, was wir schon gesehen hatten.